hoffe, ihr genießt die Herbstzeit so wie ich, weil es ist ja wunderschönes, warmes Wetter. Ich liebe es einfach wirklich im Garten zu sitzen und zu handarbeiten und nebenbei ist ein strahlender Sonnenschein. Ja, aber früher oder später wird es kälter werden und wir brauchen Stirnband, Loop, Haube und Handschuh. Das erste Stirnband der Saison bekommt natürlich der Jakob und ihr kennt mich, bei mir muss natürlich immer alle zusammenpassend sein, also Stirnband mit dazu passenden Loop. Das Extravagante an dieser Sache ist, dass ich wirklich das Stirnband gehäkelt habe und natürlich durch die tolle emaillierte Wolle, die es wieder in spektakulären Farben gibt, wird es wieder ein tolles Accessoire und finde einfach, die Musterung schaut da wirklich einmal besonders aus. Es wird nur in festen Maschen gehäkelt und links und rechts werden zwei feste Maschen zusammengehäkelt und in der Mitte werden eben drei Maschen in ein Loch gehäkelt und dann entsteht dieses tolle Muster. Das ist wirklich so wie kleine Pfeile und eben der Vorteil ist wieder, wenn man so emaillierte Wolle nimmt, braucht man natürlich nicht viel von ihm und keinen Wollwechsel machen. Dazu habe ich wirklich für Jakob einen Loop gemacht und habe ganz praktisch mit einem Klettverschluss gelöst, dass es halt wirklich auch für Kinder wieder einfach zu tragen ist. Da seht ihr jetzt wirklich, wie das Muster wird. Also wir arbeiten in einem Spitz. Das ist heute wieder nur eine Idee von mir. Ihr könnt natürlich wieder viele tolle Sachen daraus machen. Mein Tipp für heute, das Stirnband schön fest arbeiten, dass es wirklich winddicht ist und schön wärmt. Entweder beim Stirnband eine dünnere Häkelnadel nehmen oder ihr nehmt die gleiche Häkelnadel und häkelt dann den Loop einfach dementsprechend locker. Für diese zwei Teile habe ich wirklich nur ein Knäuel Wolle gebraucht, ist somit wirklich eine tolle Geschenksidee. Man braucht nicht viel Material, es wird schnell gefertigt, ist aber auch für die Herbstferien ein absolutes Hobby für die Kinder zu Hause. Gut, dann starten wir gleich damit. Ich liefere euch heute wieder nur eine Idee. Aus dem Muster kann man natürlich wieder ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich finde diese Pfeiloptik einfach in Kombination mit dieser emaillierten Wolle sehr spektakulär. Beim Häkeln haben wir dann wirklich diese Pfeiloptik, was sie durchzieht. Wie gesagt, ihr könnt jetzt nicht nur Stirnbandel und Loop machen. Ich finde es auch sehr lässig, wenn man zum Beispiel Stulpen macht, die dann links und rechts zusammennäht oder Fußstulpen, dass das einfach mit diesem Dreieck sehr, sehr lässig aussieht. Ihr kennt zum Beispiel auch diesen Mustersatz öfter nebeneinander rein und das dann zu einem Polster oder zu einer super tollen Decke bearbeiten. Wie gesagt, beim Loop habe ich das einfach auch kindgerecht gemacht, habe da einfach einen Klettverschluss dann angenäht, dass man das gut miteinander schließen kann. Ich habe beim Stirnband, wie gesagt, mit einer 4,5er Häkelnadel gehäkelt, habe 21 Maschen beim Stirnband angeschlagen. Beim Loop entweder eine dickere Häkelnadel nehmen oder einfach lockere häkeln und habe da 23 Maschen angeschlagen. Das Stirnband wieder wirklich ganz eng an den Kopf anpassen, weil durchs Tragen wird es einfach weiter. Und beim Loop habe ich dann den Garnrest verarbeitet und das wird wirklich für den Jakob sehr eng sein, dass das wirklich winddicht ist. Ihr seht, das ist wirklich Handarbeit, wo man nicht viel Material braucht, weil wie gesagt, mit einem so einem Knäuel habe ich beide Sachen daraus gehäkelt. Aber gut, es geht los. Wir starten mit dem Anschlag. Ich mache das jetzt mit 11 Maschen für euch, damit es nicht zu lang dauert. Wichtig ist einfach, dass die Maschenanzahl immer ungerade ist, weil wir nehmen links und rechts Strick, häkeln wir zusammen und in der Mitte seht ihr, da werden dann immer drei Luftmaschen herausgehäkelt, damit diese schöne Pfeiloptik entsteht. Also, wir schlagen 11 Maschen an. Gerade der Anschlag, schaue ich immer, dass der sehr locker ist,
damit man dann die erste Reihe leichter arbeiten kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eine Masche brauchen wir immer für den Reihenwechsel. 12. Wir starten jetzt mit der ersten festen Masche, mit der nächsten festen Masche und arbeiten diese Maschen gemeinsam zusammen. Dann machen wir in dem Fall 3 einzelne feste Maschen. Dann seid ihr bei der Mitte. Hier machen wir 3 feste Maschen in ein Maschenglied. Jetzt die zweite Hälfte wieder. 3 feste Maschen. Dann müssen euch wieder 2 Maschen überbleiben und die kettelt ihr dann wieder gemeinsam ab. Und das war unser Grundmuster. Das geht jetzt immer gleich. Eine Luftmasche zum Reihenwechseln und ab der zweiten Reihe stecht ihr immer ins hintere Maschenglied ein. Und das Prinzip bleibt aber dasselbe. Wieder 2 Maschen zusammenhäkeln. Dann kommen wieder die einzelnen Maschen. Das sind bei mir jetzt 3. Bei euch sind es dann dementsprechend mehr. Aber ihr habt wieder die genauen Angaben im Zusatztext. Und dann wieder genau in die Mitte 3 feste Maschen in ein Maschenglied. Wieder die 3 einzelnen. Ihr seht schon, wie schnell dieses Muster wächst und wie lustig das ist. Und die letzten 2 wieder gemeinsam abhäkeln. Und das war das Grundprinzip. Jetzt wieder Wechsel und dann wieder hintere Maschenglied. Wieder gemeinsam abhäkeln und wieder meine 3 einzelnen. Ja, und das ist das Geheimnis von diesem tollen Muster. Und ich finde einfach, mit dieser Farbauswahl oder mit diesen Materialien schaut es einfach sehr, sehr lustig und kreativ aus. Ja, wie gesagt, einfach so lang häkeln, wie ihr das haben wollt. Zum Schluss habe ich dann die Stirnband einfach zusammengelegt und mit Kettmaschen zusammengehäkelt. Ihr könnt euch ja individuell entscheiden, nehmt ihr die Seite als Vorderseite oder die andere Seite. Ja, beim Loop ist das Gleiche. Wie gesagt, einfach mit mehr Maschen und ihr könnt daraus Schal alles Mögliche machen. Also ich habe das sehr abwechslungsreich gefunden. Jetzt, wo ich so sehe, man kann auch ein lässiges Stofftier daraus machen. Schaut fast so wie eine Schlange aus, wo man das mit einer Füllwatte füllt. 2 Algen drauf. Wie gesagt, ihr seid da meistens eh viel, viel kreativer als ich. Die Wollvorschläge sind wieder im Anhang. Ihr könnt das natürlich auch einfärbig machen. Seid einfach kreativ. Ich freue mich wieder über eure fertigen Werkstücke. Und schöne Handarbeitszeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.